Null-Personen-Konzerte für die Zeit, wo ich keine Jobs habe. Das Klingeln des Weckers kam mir heute höchst ungelegen. Ich war gerade mitten in einem Traum, stand im Tor und konnte mich nicht bewegen. Gefangen in Zeit und Raum. Der Stürmer schießt, der Ball fliegt auf mich zu und da wach ich auf. Nie werde ich erfahren, ob's ein Tor war oder nicht. Naja, dann spiele ich halt einen Basslauf. Warum ich überhaupt so früh aufstehe? Ich bin Kulturdienstleister. Heute im kleinen Festspielhaus, da dirigiert ein großer Meister. Das tut er natürlich nicht im Dunkeln, dafür braucht er Licht. Und weil er nicht weiß, wo er es einschalten soll, gibt's Beleuchter wie mich. Katrin, die Inspizientin, funkt, Achtung, gleich tritt er auf. Dann warte ich aufs Konzertende und spiele diesen Basslauf. So geht es Tag für Tag, 2 Monate lang. Dann ist das Festival vorbei. Ich verliere 2 Kilo und gewinne an Erfahrung und kann sagen, ich war dabei. Opern, Konzerte, jedermann, Geschichten von Liebe, Schmerz und Rache. Ob ich's mir nochmal antu im heurigen Jahr oder lieber Urlaub mache, ich kann's noch nicht sagen, die Entscheidung schieb ich auf und bis ich mir drüber klar bin, spiel ich wieder diesen Basslauf. Das war Robert Herwe mit Kulturdienstleister. Der bin ich im Moment, allerdings ohne Dienste, die zum Leisten sind. Sie lassen mich nicht, weil das alles Konzerte über 100 Personen sind. Bis sich das ändert, muss ich mir andere Betätigungsfelder suchen. Eins davon wird sein, immer wieder mal ein Lied zu spielen. Robert Herwe verabschiedet sich für heute. Aufpassen mit den sozialen Kontakten. Vernachlässigt sie nicht. Ciao!